Heute bin ich ja wieder undercover in IBVBs Tournament. Wir haben hier wieder 96 Leute in einer Lobby. Ich muss wieder bis zur Top 5 herausfinden, welcher Spieler ich bin. Wir haben uns wieder die ein oder andere Taktik überlegt. Aber bevor ich da wieder zu sehr ins Detail reinkomme, muss ich erstmal meinen Kontrahenten begrüßen. Und das ist niemand Geringeres, denn der einzigartige IBVB. Moin, was geht? Die Taktik, die wird heute mal wieder gar nichts bringen, mein Bruder. Ich bin nämlich jetzt schon wieder beim Spectaten, bin early dropped und ich bin auf deine Taktik gespannt. Aber ich sag dir so, wie es ist, die Taktik, die ist crazy. Also ich glaube, die Taktik, auf die kommst du auch einfach nicht. Ja, du musst heute mal ganz anders denken. Out of the box, sage ich. Out of the box. Okay, interessant. Also es hat obviously, muss es ja was mit dem Skin zu tun haben, ja? Ist ja klar. Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich jetzt, also keine Ahnung, wenn du jetzt sagst out of the box, dann wird es wahrscheinlich nicht so was Simples sein wie eine Verwandlung, oder? Ja, wer weiß das, Albi, wer weiß das. Also wenn du jetzt einfach eine Verwandlung machst, das wäre cringe. Ich hätte einfach gar nichts als Taktik gehabt. Es wäre auch mal so witzig, einfach zu sagen, okay, man macht eine Taktik und die Taktik ist einfach, dass man nichts macht. Ja, true. Was willst du an unserer Taktik machen? Du kannst einen besonderen Skin anziehen, du kannst, keine Ahnung, einen Verwandlungsskin, das habe ich auch schon gemacht. Aber was ich auch mal überlegt habe, ist einfach mal einen No-Skin oder sowas anzuziehen, weißt du? So. Ja. Hier hat einer einen Lama gelootet, ein süßes. Aber er nimmt nicht alles mit, hä, warum nicht? Weiß nicht, vielleicht ist er picky. Meine Taktik war dabei eine komplett andere und die habe ich schon, bevor das Video losgeht, vorbereitet. Wir sind gerade kurz vor der Aufnahme mit Albi für Undercover und ich habe jetzt einen Plan. Albi hat mir letztens, ich hatte Geburtstag und er hat mir V-Bucks gezeigt. Ihr seht das, ich habe die Aufgabe, ich habe 11.500 V-Bucks jetzt. Und Albi weiß, ich würde mir niemals einen neuen Skin kaufen. Und genau das machen wir jetzt. Wir werden uns jetzt hier, wir sind jetzt gerade hier im Shop drin. Ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeguckt, welchen Skin ich eigentlich ganz nice finde. Und ich würde sagen, wir nehmen, natürlich Creator Gojonzi eingetragen. Ich würde sagen, wir nehmen hier diesen Skin. Wir nehmen diesen Skin, ich finde den echt ganz geil. Und den kaufen wir jetzt einfach. So. Haben wir es jetzt gekauft und damit gehen wir jetzt in Undercover rein. Und ob diese Strategie funktioniert hat, dazu später mehr. Denn jetzt hatte ich erstmal meinen ersten Fight. Boah, die Gegner in der Lobby, ich war bisher auf keinen einzigen Bot drauf, ne? Das sind alles echte Spieler, ne? Also du wirst es ein bisschen hart haben in der Lobby. Ah, wobei, nevermind. Der erste Bot. Vielleicht spectatest du mir ja gerade. Ja. Okay. Okay, naja. Johnson, wie viele Joker-Fragen habe ich? Habe ich wieder nur einen, oder? Ja, wir machen natürlich, ich habe letztes Mal, falls die Leute das Video von Magicken gesehen haben, wir haben es mit drei wieder gemacht, aber das haben wir nur gemacht bei Magicken, weil ich halt den Spielziel von Magicken halt gar nicht so oft kenne. Das ist halt das Ding. Ivy und ich machen dieses Format schon echt oft. Wir sind beide, kennen uns da, was das angeht, sehr, sehr gut. Deswegen immer nur noch eine Frage für dich, mein Bester. Eine Frage. Die werde ich aber jetzt mir schön aufsparen, ne? Ich habe ja bis Top 10 Zeit. Du hast bis Top 10 Zeit, ja. Ich mache erstmal ein Chilling. Ich probiere erstmal hier so ein bisschen rumzugucken, wer für mich hier so ein bisschen sus ist, wer nicht sus ist. Während Alvi sich jetzt mal einen Überblick in dieser Runde verschaffen wollte. Der ist mir zu... Junge, der macht 360s die ganze Zeit, also der bist du definitiv nicht. War ich immer noch beim Bahnhof bei Fencing Fields, wo auch der nächste Gegner war. Unser Ziel ist in der Runde einfach alle Leute zu W-Keen. Das ist das Ziel. Wir wollen, also ich meine, ich glaube, Albi wird nie rausfinden, welchen Skin ich habe, weil ich den Skin neu gekauft habe. Deswegen, hier vor mir ist direkt einer, den pushen wir. Es gehen auch relativ schnell die Spieler down. 42 Spieler noch alive. Oh, der hat noch gar keine Waffe. Hallo, was macht der? 40 Spieler live? Und der Mann hat noch keine Waffe. Hat auch nur... Bruder! Und das ist kein Bot, ne? Vielleicht macht er länger überleben. Vielleicht ist er auch YouTuber. Schau mal auf den Namen. Lass mal im Replay gucken, vielleicht ist er YouTuber. Spieler 350 heißt er. Geil. Der Typ ohne Waffen ist dann auf den Zug draufgegangen und Albi hat auch die ganze Zeit gecallt, wo der Kollege ist. Jetzt chillt jetzt einfach auf den Zug drauf. Mir ist dann aufgefallen, dass der Zug direkt bei meinem Bahnhof vorbeifährt, weswegen ich ihn auch dann fighten wollte. Auf dem Zug, sagst du? Ja. Ohne Waffen? Ohne Waffen. Der hat nichts. Also der hat auch keine Mets. Der hat nur 8 Bricks. Der hat gar nichts. Okay. Der ist ja völlig verblödet. Jetzt steigt er aus, jetzt hat er... Oh, geil! Er hat ein Schild gefunden. Einen schönen Juice hat er gefunden. Oh mein Gott. Kommt von der Seite. Er ist ein Freaker. Ein Fully Freaker. 17 AP hat er nur noch, der Mann. Er muss laufen. Oh. Nachdem ich den Typen geholt habe, hat natürlich Alvi automatisch mir zugeschaut. Dabei dachte ich, ich bin unglaublich safe, aber Alvi hat angefangen zu kombinieren. Oh, okay. Da ist jemand, der hat schon 3 Kills, spielt eine goldene Deagle, die Johnsy ziemlich gerne mag. Und hat einen Skin drin, der jetzt gerade im Itemshop ist. Und so wie ich Johnsy kenne, holt er sich ja keine neuen Skins. Der Punkt ist nur, dass das die Taktik sein könnte, dass er, dadurch, dass er V-Bucks von mir zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, by the way, hat der Mann ein paar V-Bucks. Wenn der sich jetzt diesen Skin geholt hat, das wäre Max Cringe.
Oh mein Gott, okay, ich muss kurz vermuten, ich muss mich kurz zusammenreißen. Das wäre crazy. Bro, der Typ ist so sus für mich jetzt hier, ne? Nachdem alle mir jetzt schon so dicht auf den Fersen waren, musste ich jetzt so verwirrt klingen, wie es mir irgendwie geht, um ihn nochmal von dem Gegenteil zu überzeugen. Wie sieht der aus? Das ist ein Skin mit so einem goldenen Umhang. Schwarze Kapuze. Der Skin heißt Sandsturm. Dem habe ich heute auch einen Zuschauer geschenkt, der 1000 V-Bucks bei einem Cup von mir gewonnen hat. Aber während ich mich jetzt mit Ivy unterhalten hat, kam ein richtig starker Gegner mit der Zipline angefahren. V-Bucks, aber der hatte noch ein paar über. 2000 insgesamt. Deswegen konnte er sich den leisten. Und dann habe ich ihn geholt. Deswegen weiß ich das auch. Und ich werde jetzt Real Talk auf dem Typen hier draufbleiben. Und der wird nämlich jetzt gethirdpartied. Ich bin jetzt ein bisschen gespannt, was der Kollege hier macht. Er disengaged aber mit einem Pulsnetz. Warum macht er das wohl? Vielleicht, weil es ein YouTuber ist, der gerade nicht sterben will in der Runde und eventuell ein Undercover-Format aufnimmt? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Weißt du das? Vielleicht ist es irgendwie Magic, in der Undercover ist oder so. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Johnsy. Der geht wieder jetzt in die Box rein. Oh mein Gott, der muss aufpassen jetzt aber. Okay, oh mein Gott! Das war ein geiler Play mit der Zipline. Dann bleiben wir auf dem drauf. Egal, ob du das bist oder nicht, ich bin interessiert an dem. Während ich jetzt gegen diesen richtig guten Spieler gefightet habe und nicht einen auf Loss machen konnte, kam noch ein weiterer Gegner wieder dazu. Ich bin ein bisschen interessiert an dem. Ich muss mir ein bisschen gucken, wie der so gameplaymäßig so drauf ist. Ob der smart spielt, ob der nicht so smart spielt. Aber ein Ass hatte ich immer noch in der Tasche. Und zwar, Ivy wusste nicht, dass ich meine Sense verstellt habe. Ich habe meine Sense von einer relativen High Sense deutlich runtergesetzt auf eine mittlere bis eher Low Sense. Deswegen war mein Fight-Stil auch komplett anders. Einfach um zu sehen. Aha, aha. Okay. Aber du spielst mir ein bisschen sehr. Der spielt mir ab und zu. Du spielst schneller, glaube ich, als der. Normalerweise zumindest. Du bist jemand, du spielst sehr oft sehr hektisch. Das ist positiv sowie auch negativ manchmal. Also deswegen kommst du auch immer sehr schnell weg aus Situationen, aber manchmal spielst du sehr überhastet. Und der spielt mir aber sehr ruhig irgendwie. Der panikt nicht so, wenn ein Hit passiert. Habe ich das Gefühl. Ist das was Positives? Ja, manchmal ist es positiv, manchmal ist es negativ. Hektisch zu spielen. Also hektisch ist eigentlich was Negatives, aber es ist schon ganz gut in Fortnite oft dann auch mal zu sagen, oh mein Gott, ich habe einen Hit kassiert, ich gehe mal schnell weg. Zum Beispiel, wenn man FNCS im Early Game die Gegner pushen will und sagt, oh, ich bin low. Dann ist sie, oh mein Gott, dann ist nicht gut, aber er spielt gerade gegen einen Superhelden. Und der ist gut, oder was? Der Superheld ist nicht, also es ist ein sehr spannender Boxfight. Ich muss jetzt hier draufbleiben, Freunde. Also ihr versteht das auch. Das ist einfach gerade spannend. Ich kann hier nicht weg. Ich kann hier gerade nicht weg. Das geht nicht. Das ist viel zu spannend gerade. Ich will wissen, wer das gewinnt jetzt. Weil wenn ich den hier schon ausschließen könnte, wäre genial. Top 25 und der Kollege hier hat 3 Eliminierungen. Das ist stark. Gibt nochmal einen geilen Hit auf dem Superhelden. Jetzt ist es sehr hohen. Aber oh, der Superheld! Oh, gibt ihm jetzt einen dicken. Der Kollege ist hier cracked. Muss jetzt gucken, was er macht. Er muss. Oh, guter Hit jetzt. Sobald jetzt wieder cracked. Mein Gott, das ist ein 50-50, wer diesen Fight hier gewinnt, ne? Um dieses 50-50 jetzt nicht weiter einzugehen, habe ich jetzt beschlossen, mich kurz hochziehen und dann durchzuziehen, um von dem Superhelden wegzukommen. Das hat aber leider nur so semi funktioniert. Also, wo fighten die? Sag mal kurz. Fighten in Fencing Fields. Oh mein Gott. Nee, der Kollege ist hier gleich tot. Ja, der ist dead. Hat eigentlich noch Bills. Oh, 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 oh. Oh, so einer muss drauf. Starker Hit. Nur, ja, dass er nicht down ist, der Superheld, ne? Im Anschluss daran habe ich mich hocheditiert, bin mit dem Superheld ins 50-50 gegangen, habe meinen Pumpschuss leider gemisst und bin gestorben. Nein. Da Alvin mir jetzt die ganze Zeit zugeschaut hat und auch sehr, sehr sus auf mich war, habe ich ihm, obwohl er sich nicht festgelegt hat, den Punkt gegeben, denn im Anschluss habe ich mir eine neue Skin-Kombination ausgesucht mit einer noch besseren Taktik, um Alvin noch mehr zu verwirren. Aber dazu später mehr. Ich bin mal wieder down. Ach, sieh los! Jetzt schon? Ja. Alter, wie schnell. Okay, ich habe mir natürlich wieder eine Taktik überlegt, die du natürlich nicht weißt. Und deswegen wirst du da auch nicht drauf kommen. Bin ich mal gespannt, Bro. Bin ich mal gespannt. Der Plan war jetzt folgender. Ich bin bei einer POV gelandet, die sehr, sehr uncontested ist. Und zwar einfach rechts neben Reckless Warriors bei diesem Schrottplatz. Dabei hatte ich jetzt nur eine No-Skin an. Und für die Leute, die vorhin aufgepasst haben, habe ich das ja schon mal angeteasert gehabt, dass ich diese Taktik mal machen möchte. Was ich auch mal überlegt habe, ist einfach mal eine No-Skin oder sowas anzuziehen, weißt du? Und jetzt muss ich denken wie ein No-Skin. Ich muss spielen wie ein No-Skin. Ich muss fühlen wie ein No-Skin. Und das sollte mir nicht allzu schwer fallen. Ich gehe jetzt einfach hier in den Busch und gucke den jetzt einfach zu. Ich setz auf den blauen Skin. Oh, der blaue Skin baut sogar. Komm schon. Blau, mach es. Mach Hades lang. Er läuft. Er läuft. Oh nein. Was macht Hades? Oh mein Gott.
Wir werden hier keine Kill machen. Wenn ich mir jetzt ein bisschen den Game-Stil von diesen Bots abschauen konnte, hat Adventball schon seine ersten Leute spectated. Oh mein Gott, hier late droppt einer komplett. Was ist denn mit dem los? Ich bin schon 95er gestorben, schon längst vor 2 Minuten und der Typ ist noch nicht mehr gedroppt. Auch wieder sehr wilde Skin-Kombi. Was ist denn das hier? Ein Skifahrer mit irgendwie so einem Proteinpulver als Backbling und oben irgendwie einen goldenen Drachen. Was ist denn das? Mal in Itemshop sich ein bisschen umgucken, ob man da vielleicht irgendwie was Besseres finden kann. Aber das ist wirklich Katastrophe. In der Zwischenzeit muss ich jetzt Albi wieder weitere Leute angeschaut, dass ich immer noch in meinem Busch immer noch diesen interessanten Fight spectated. Wir werden hier keine Kill machen. Oh, Rubix ist hier drin. Das geht, oder was? Ja. Und ganz kurz, ich bin kurz mute. Aber was Johnsy nicht weiß, ist, dass tatsächlich Rubix Undercover in diesem Format auch mit drin. Was für ein geiler Plot-Twist wäre das? Ja, vielleicht mal eine Überlegung für irgendein Video, Johnsy. Oh, hier ist er down in Boot. Damit konnte Alvi diesen Kollegen schon mal ausschließen. Aber als dann Alvi noch ein bisschen weiter gesucht hat, kam er auf einen Spieler, den er deutlich interessanter fand. Skifahrer-Skin hat ganz gutes Loadout. Farmt sich hier ein paar Mets zusammen. Und ich glaube, dass der hungrig ist. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwie im Gefühl. Da hinten ist ein Auto und der will den direkt fighten, wetten, ja. Ist gut, ich spreche gerade einfach nur einen Fight. Ich dachte, dass der Skifahrer irgendwie ein bisschen mehr drauf hätte. Aber der ist irgendwie ein bisschen sehr ruhig. Der fightet sehr entspannt. Schieben das fast dead an der Lead-Agentin. Aluminium, schimmel ein bisschen. Okay, gibt mal ein Whites. Und der spielt die Autobahn, die blaue. Ich glaube aber, der spielt die nur, weil der keine andere gefunden hat. Eigentlich spielt er damit nicht so gerne. Schauen wir mal. Geht nochmal Fall Damage. Craig nochmal die Lead-Agentin. Okay, hat die Lead-Agentin. Ja, okay. Aber nee, ich glaube, das bist nicht du, Johnsy. Nee, das ist für mich kein Guess. Ich merke mir den auch nicht mal. Top 37. Paul, musst du doch bald mal die Frage stellen. Ja, nee, aber ich habe ja bis Top 10 Zeit, also alles chillen. Aber während Ivy und ich uns unterhalten haben, ist Hades bei mir getötet worden. Dabei ist es aber nicht bei diesem einen Gegner geblieben, denn es kamen immer weitere Gegner dazu. Ich baue zum Beispiel eine Chest ab, die schon taked ist. Jetzt dreht er sich um und plötzlich fightet er gegen irgendwen. Hä? Was ist denn das für eine random Situation gerade gewesen? Hier ist Cora und die ist irgendwie Herr aller Elemente. Obwohl die eigentlich nur eine Wasserbändigerin ist. Was geht denn jetzt ab? Wir werden jetzt wirklich uns hier nicht bewegen. Jetzt sind schon so viele Leute an mir vorbeigelaufen. Ich hätte schon locker 4-5 Kills machen können. Wir bewegen uns nicht. Wir wollen wirklich als No-Skin, als kompletter Bot durchgehen. Alter, oh, wer ist der? 3 Eliminierungen, eine Blaumütze. Ist hier unterwegs mit dem Wind. Oh mein Gott, das ist ein übelstes geile Rotation-Item, Johnsy. Du kannst unendlich rotieren damit. Lol. Wie cool ist das denn? Okay. Als Rotation-Item. Also wenn du es findest, dann nutzt es als Rotation-Item. Ist voll cool. Digga, was ist da vorne? Was geht da vorne bitte ab? Schau dich mal diese Chore an. Das war die vorhin Alvi meinte. Die geht hier komplett ab. Junge, also die hat richtig Bock. Ja, imagine, das bist du jetzt. Das wäre sehr ironisch. Er hat aber auch die Brawlers Battleground Eier und das Medaillon, obviously, von Ares. Aber du bist ja eher so ein Mount Olympus-Typ, ne? Ja, mittlerweile muss ich sagen, ich finde die Waffen und die Medaillons, die man bei Rimgate und Annabelle kriegt, deutlich, deutlich besser. Ja, natürlich. Als die von Mount Olympus. Ja, klar, logisch. Brawlers Battleground. Mittlerweile sind wir schon bei der Top 20-Situation angekommen. Albi muss jetzt mal langsam seine Frage stellen. Albi, kann sein, wie sieht's aus bei dir? Top 20. Hast du jetzt schon einen Verdacht? Nee, also um ganz ehrlich zu sein, also die Blaumütze ist schon so sass so ein bisschen, aber ich gehe erstmal noch weiter. Ich bin auch das erste Mal in dieser Runde weitergegangen und zwar von meinem Busch in die nächste Zone, um mir dort ein weiteres Versteck zu suchen. Jetzt nochmal ein No-Skin. Der fightet gegen jemanden. Oh, wieder 3-2-1 an der Medusa. Digga, No-Skin wollte ich auch irgendwann mal in dieser Challenge spielen, sag ich dir ganz ehrlich, ne? Aha. Jonas, ich hab das Gefühl, ich war noch nicht auf sie drauf. Digga, du warst noch nicht auf mir drauf. Nee, also wenn du die Blaumütze nicht bist, dann nicht, ne. Der könntest du vielleicht auch noch sein. Grauer Superheld, jetzt gegen hier eine, ich weiß nicht, ist es Cora? Ich glaube, das ist Cora, der Skin. Fighte gerade gegen einen Wasserbändiger. 16 Spieler jetzt noch alive und 3 Kills hat die Kollegin oder der Kollege hier. Du musst auch deine Frage stellen, Alvin, ne? Du hast nur 5 Spieler frei. Ja. Okay, pass auf, ich stelle sie jetzt. Und zwar meine Frage ist jetzt einfach, hier sind wir wieder auf dem Skifahrer drauf. Oh mein Gott, ich muss ganz kurz noch weiter, lass mich noch ganz kurz durchrotieren. Boah, du könntest halt, also jetzt gerade sehe ich, dass hier wirklich viele sind, die du sein könntest. Oh mein Gott. Was stelle ich für eine Frage? Ich habe jetzt richtig Angst, dass er eine gescheite Frage stellt und dadurch den anderen ausschießen kann. Ich habe echt Angst. Und während Albi jetzt weiter grübelte und sich eine Frage überlegte, bin ich immer noch offen rumgelaufen und wollte keinen einzigen Fight eingehen, um natürlich Albi so wenig Informationen wie möglich zu geben. Das hat sich aber als schwieriger herausgestellt, als ich ursprünglich dachte. Okay. Warte, chill. Ich muss kurz einen Fight spectaten noch. Dann kann ich die Frage einfach stellen.
Hier ist ein Avatar, auch random. Hä, was geht denn jetzt ab? Albi, Top 13, du musst jetzt deine Frage langsam stellen. Ja, ich bin überfordert, Johnsy. Du musst mir Zeit geben. Also, wenn Top 10 erreicht ist, also Top 9, ja, dann ist die Frage verfallen. Ja, ja, ja. Okay, ich frage jetzt, hast du 3 oder mehr Kills? Nein. Du hast nicht 3 oder mehr Kills? Mhm. Okay, kann ich richtig viele ausschließen. Das ist eine richtige W-Kill-Runde hier bei den Leuten. Der hier, den kann ich ausschließen. Der hat 3 Kills. Dann hier, der hat auch mehr als 3 Kills. Okay, das ist crazy. Oh mein Gott, die Frage hilft mir jetzt wirklich mehr, als ich dachte. Ich habe echt Angst, dass mich Alvi jetzt deswegen rauscatcht. Der hier hat 4 Kills. Oh mein Gott, die Kuh, geil, die kann ich ausschließen, weil das wäre ein Guess gewesen, auf dem ich drauf wäre. Der hier hat auch 3 Kills, der Skifahrer, geil. Oh mein Gott. Der sneakt hier die ganze Zeit nur rum, okay. Den muss ich im Auge behalten. 3, 2, 5. Spieler 3, 5, 0 hat auch 4 Kills, geil. Spieler 3, 5, 6. Oh mein Gott, der ist full am WK, hat auch 3 Kills. Oh mein Gott, wie gut war diese Frage bitte? Aber hier hat 3 Kills in der Runde, oder was? Der hat einen Donut, ist ein No-Skin. Top 10, Jonas. Top 10? Da Albi jetzt mir die ganze Zeit zugeschaut hat und schon viele Leute wegen der Killfrage ausschließen konnte, musste ich jetzt mein Schauspieltalent in die nächste Stufe bringen. Warst du schon auf jedem drauf? Oder Real Talk, ich finde dich nicht. Der hat 2 Kills, der Kollege hier. Digga, ich laufe hier so rum wie so der größte Bot, denn es gibt es nicht, ne? Hast du noch keine Suspicion? Nee, also das ist jetzt der Einzige, der ein bisschen was macht und weniger als 3 Kills hat. Während Alvi jetzt den ganzen Leuten nochmal durchschaute, wusste Alvi zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass 2 von diesen letzten verbleibenden 9 Leuten Teamer waren. Was die komplette Runde immer deutlich komplexer und natürlich auch spannender machte. Hä, was macht der? Der sneakt von der Box und provoziert den. Das machst du auch echt häufig. Das ist so dein Playstyle. Hä, das ist der Einzige, der so sein könntest. Aber als ob du so einen Skin jetzt reinmachst. So einen übel Standard-Skin. Ah, er hat auch schon 3 Kills. Ey, Bruder, ich finde. Der hier könntest du noch sein. Ist was echt Glück, ne? Weil keiner stirbt. Warte mal, das ist gar nicht schlecht jetzt. Der ist nicht schlecht. Der sneakt die ganze Zeit. Der hat ja voll die ganze Zeit rumgesneakt, aber jetzt macht er endlich mal was. Starker Hit jetzt eigentlich. Schreib den mal. Ich bin auf dir drauf, glaube ich. Warum spielt er denn so komisch? Wieso, wie spielt er denn? Der spielt super defensiv. Aber hat eigentlich ganz gute Hits gelandet gerade. Aber ich glaube, der will halt einfach nur überleben. Ja, eben. Johnsys, bist du? Ja, aber darum geht's hier, Albi. Ich meine, das klingt jetzt nicht. Stell vor, ich gehe jetzt okay, ja, er hat ihn. Was währenddessen geredet? Er lacht jetzt sogar. Denn das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass du das bist. Ich merke ihn mir trotzdem. Oh mein Gott, ich habe so Angst, gesniped zu werden. Ich mache die ganze Zeit Meter. Und ich habe so Angst, gesniped zu werden, weil ich mich nicht bewege gescheit. Wer ist er jetzt? Albi, Top 9. Jetzt wird's eng. Hä, ich check's nicht. Bro, wenn du No-Skin bist, ne? Boah, ich bin voll überfordert. Ich bleibe jetzt mal ganz kurz auf dem Kollegen hier drauf. Okay. Ich versuche extra die Kurven so ganz langsam zu laufen, als wäre ich auf Controller. So ganz langsam die Kurven laufen, das ist ganz wichtig. Während jetzt Alvi immer noch weiterhin komplett verwirrt war. Hä? Ich bin völlig verwirrt. Kam die nächste Zone an und ich musste wieder etwas in die Zone rotieren. Dabei ist auch wieder ein riesiger Fight entstanden. Bin völlig verwirrt. Weil alle, die so ein bisschen mehr machen, haben halt über 3 Kills gehabt und die... Also das, du spielst gerade, also das muss der hier sein, eigentlich. Aber der sneakt die ganze Zeit wie so ein Dulli. Der sneakt die ganze Zeit nur. Ist doch ein guter Typ. Top 8. Nein, ich sag, das bist du hier. Also hast du schon festgelegt, oder was? Nee, noch nicht komplett, aber du musst es eigentlich eher. Beschreib mal den Skin. So grüne Haare, so ein bisschen so ein, ich glaube, das ist ein Avatar-Skin. Mhm. Und ja, und hat ja sehr, sehr altmodische Sachen an, würde ich sagen. So eine Art braunes Gewand im grün-braunen Style, so von den Farben her. Also hast du Avatar geguckt? Hat ein grünes Cape. Oh mein Gott, er ist auf einem HP green. Warte mal ganz kurz. Wenn der jetzt down geht. Er fightet gegen diese Cora, die übel krass ist. Geht richtig viel Kills. Oh mein Gott. Aber ich sag dir ehrlich, wenn der down geht, das muss der sein. Das war die ich vorhin gesehen habe, als ich im Busch war, wo ich hätte snipen können, snipen wollte, weil ich hier schön mit meiner Taktik hier weitermache. Und da ich mutig war und Alvi während bei gesagt hat, dass er sich auf den Spieler festlegt, falls der sterben sollte, habe ich das natürlich nicht mitgekriegt und habe mich damit in eine schlechtere Position gebracht. Es gibt ja noch die Legende von Cora, das sind ja 2 Teile, Alvi. Echt? Achso, nee, die kann ich gar nicht. Mein Guess ist jetzt dead. Ja, das ist auch Top 6. Ey, Jonas, ich weiß es nicht. Top 6, Albi, leg dich fest. Du lebst noch? Ich leb noch, ja. Hä? Bruder, was? Ich check's überhaupt nicht, ne? Während jetzt Albi nochmal alle Spieler durchgegangen ist, um sich einen Überblick zu verschaffen, bin ich in meinen neuen Hiding-Spot rotiert. Okay, warte, ich muss kurz in mich gehen. Also, der hier hatte schon mehr als 5, den kann ich ausschließen, so. Dann, der hier kannst du sein, dieser No-Skin. Das wäre full random, okay, kannst du sein. Oh mein Gott, vor mir sind direkt die Fights.
Schau dich nur an. Schau dich an, wie er da chillt. Haddison, die fighten nicht mehr. Die haben einfach aufgehört zu fighten. Was ist das? So, dann der hier. Die teamen. Aber jetzt kommt da noch einer. Oh mein Gott, was ist das für ein Fight? Er juiced. Du hast hier teamen zwei. Wenn der da holt, muss Ivy sich festlegen. Oh mein Gott, da kommt noch der. Das ist der Typ mit dem Medaillon. Was geht hier ab? Oh mein Gott, jetzt wird noch von der Seite gesprayt. Sie geht für die Wall. Der Dragon Ball Skin zieht so durch. Ivy, gleich Top 5, ne? Jonas, hier teamen zwei. Echt? Ja. Jonas, hier teamen zwei. Oh mein Gott. Die sitzen in einer Box zusammen. Die healen sich gegenseitig. Oh mein Gott, die teamen. What the fuck? Aber so auf Hardcore-Teamen oder was? Jonas, komplett! Was sind das für Skins? Das ist dieser Sohn Goku. Oder ich weiß nicht, wie der heißt. In der Dragon Ball, oder? Der Dragon Ball, meine ich ja. Dragon Ball-Skin, genau. Ja. Und so einer mit so einem ziemlich Standard-Skin mit so einem. Ja, du würdest sagen Polunda. In der Zwischenzeit kam jetzt auch schon die Zone und ich musste aus meinem Häuschen raus. Was mir aber auch direkt aufgefallen ist, ist, dass der Typ mit den ganzen Medaillons mir hinterherläuft. Ich muss noch aufpassen, bei mir ist gerade wirklich der mit dem krassen Medaillon. Okay, ich leg mich fest, du bist dein Ausgang. Okay. Ich check's sonst nicht. Ich check's sonst nicht. Da sich jetzt Ivy auf mich festgelegt hat und ich jetzt auch Druck wegen der Zone hatte, gab es für mich jetzt keinen Grund mehr, die Bot-Fassade aufrecht zu erhalten, weswegen ich jetzt komplett getryhardet habe. Top 4 Situation. Ich guck mal, ob die Teamer noch leben. Die Teamer leben noch. Ah, nee. Einer vom Team ist, einer von den Teammates ist gestorben. Geiler Hit vom Nosken. Ja gut, ich habe gewonnen. GG's, John C. Du hast zwar wirklich los gespielt, Bro, aber das bist du. Ich erkenne sofort dein Spielziel. Das bist du hundertprozentig. Bist du hundertprozentig. Ohne Frage. Also da lege ich meine beiden Beine für ins Feuer. Ich glaube, den du fightest, war einer der Teamer. Glaube ich jetzt. Ja genau, das war einer von den Teamern. Ich kann sagen, ich bin tot, ne? Du bist nicht tot. Du bist ganz sicher nicht tot. Nein, das bist du. Ja. Das bist du, ganz sicher. Also du kannst mich wirklich hops nehmen. Bei ganz vielen Sachen. Aber nicht hier jetzt. Das bist du hundertprozentig. Der No-Skin hat die ganze Runde über. Ich war mehrmals auf dem drauf. Hat nichts gemacht, hat nur rumgesneed. Und plötzlich spielt er halt ganz normal. Wie halt du auch spielen würdest. So, das bist du. Weil es kann nicht sein, dass ein No-Skin 0 Kills hat über die ganze Runde hinweg, die ganze nur irgendwo in Ecken rumsneakt und plötzlich jetzt einfach nur ganz kurz mal die letzten drei Leute ganz kurz auf locker flockig mitzunehmen. Das bist du 100 pro. Also das ist safe. GG's. Ja, danke. Ja, lass auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, ihr könnt ein W reinschreiben in die Kommentare für die Performance von Ivy. Aber John C hat da wirklich mit der No-Skin-Taktik, die er ja irgendwann mal machen wollte, leider halt ein bisschen gechoked. John C, Grüßchen. Oh nein! So Jungs, das ist das Video. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Abo auf diesem Kanal. Und das sehr, sehr gerne. Creator Code John C. Hier sind auch wie immer alle Ehrensupporter eingewählt. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.